Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Swinemünde. Wir betrachten heute mal den Verlauf, die Entwicklung der Festung und auch der Stadt bis etwa Ende des Ersten Weltkriegs. Im zweiten Video geht es dann um die Entwicklung bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Fangen wir mal an mit ein paar alten Karten. Hier auf dieser Karte von 1739 ist die beiden Dörfer zu sehen, Westswine und Ostswine. Und ganz interessant hier oben, wo das Viereck ist, wo der Pfeil jetzt gerade ist, das ist die Swineschanze, die werde ich nachher nochmal erwähnen. Das ist eine der älteren Befestigungen. Der Pfeil wandert jetzt mal auf einen anderen Punkt, und zwar auf eine Fläche genannt Joachimsfläche. Die werden wir jetzt auf den nächsten beiden Karten und auch überhaupt noch gelegentlich öfter sehen. Also ihr seht jetzt, wo die Joachimsfläche ist. Und jetzt gehen wir zur zweiten Karte. Und hier sehen wir einmal, da kommen wir gleich hin, die alte Joachimsfläche. Also soweit ist die Strandgewinnung schon oder die Landgewinnung schon fortgeschritten. Das heißt, die Joachimsfläche war ja auf der vorigen Karte noch weit in der See. Und hier ist er eben schon in Höhe des zugewonnenen Landes. Man sieht also, es werden Streifen angelegt und diese Streifen, Landstreifen, verlanden mit der Zeit. Auf der linken Seite sehen wir auch schon ganz gut die Entwicklung der Stadt Swinemünde. Da ist ja auch schon als Stadt bezeichnet. Man sieht dort also erhebliches kartiertes Material, also Straßen und so weiter. Und von Befestigung ist logischerweise noch nichts zu sehen. Auch hier auf der Ostseite der Swine, die ist jetzt gerade so ein bisschen markiert, da sieht man schon erste Beschreibungen, auch hier das Land zu gewinnen. Ja, dann kommen wir jetzt zur letzten Karte. Die Karte davor war jetzt, ich habe schon erwähnt, von 676. Damit kommen wir jetzt zur letzten Karte von 1823, also zur letzten Karte in diesem Zyklus. Und hier sehen wir zum einen schon eine erheblich vergrößerte Stadt Swinemünde. Wir sehen die beiden Molen, die wurden schon geschaffen. Und wir sehen vor allem die in der letzten Karte noch vorhandenen Wasserflächen und so weiter, sind jetzt alle mit Sand gefüllt. Und es hat also ein erheblicher Landgewinn stattgefunden. Und dieses neue gewonnene Land wurde dann als sogenannte Plantage bezeichnet. Hat natürlich nichts mit zu tun mit Obstplantagen oder sowas. Aber auf dieser Fläche wurden eben Schösslinge angepflanzt, kleine Bäume, damit diese Fläche befestigt wird. Und auch hier schauen wir uns jetzt mal an die Joachimsfläche, die also auf der ersten Karte noch weit in der See war, ist jetzt heute quasi in Höhe des neu geschaffenen Landes. So, ich schiebe hier nochmal eine Karte von 1759 rein. Das ist eine schwedische Karte und auch hier sehen wir schon die ersten Anstrengungen zur Landgewinnung. Und vor allem ist hier nochmal sehr schön die Swineschanze zu sehen. Bereits Ende des 12. Jahrhunderts befand sich an der Mündung des Swine eine kleine Burg. Die erste Fähre über die Swine entstand 1230. Die Inseln Usedom und Wollin wechselten in den nächsten Jahrhunderten mehrfach den Besitzer. 1720 fiel es dann endgültig wieder an Preußen, allerdings kam es noch wiederholt zu schwedischen Einfällen. Die verlandete Swine wurde dann, also ab 1920, wieder schiffbar gemacht. Bis 1740 gab es nur die beiden Dörfer Ostswine und Westswine. Erst in diesem Jahr wurde ein fester Hafen namens Swinemünde gegründet. 1765 wurde Swinemünde Stadt. Sie ist somit eine der jüngsten preußischen Städte.
Um die Ansiedlung zu fördern, wurden bis 1840 Grundstücke und Bauholz kostenlos abgegeben. Alles drehte sich um den Hafen. Er war das wirtschaftliche Rückgrat der Stadt. Ab 1818 wurden die beiden heute noch bestehenden Molen gebaut. Um dem Problem der Versandung der Swine zu begegnen, wurde bis 1880 der Kanal Kaiserfahrt gebaut. Damit nahm der Schiffsverkehr nach Stettin um ein Vielfaches zu. Auch vorher musste eben viel ausgebaggert werden, aber schon durch den Bau der Molen wurde durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit eine Vertiefung der Swine erreicht. Weiterhin begann 1824 der Bäderverkehr. Die Hälfte der Badegäste kam aus Berlin. Es gab mehrfach Kämpfe an der Mündung der Swine zwischen Preußen und Schweden um die sogenannte Swine-Schanze. Es gab noch ein paar andere Schanzen, und zum Beispiel die Möwenhaken-Schanze, aber die Swine-Schanze war eben die Hauptschanze und diese befand sich etwa an der Stelle des heutigen Werk 4. Während des Deutsch-Dänischen Krieges von 1864 sollte die Swine-Mündung durch die Dänen blockiert werden. Im Verlauf kam es dabei zur Seeschlacht vor Jasmund zwischen den Dänen und den Preußen. 1776 gab es erstmals einen Vorschlag zur Errichtung von 4 Forts an der Swine-Mündung, der wurde aber zunächst nicht weiter verfolgt. Allerdings ging es dann im 19. Jahrhundert los, und zwar wurde mit der Planung der 4 Forts begonnen und am 11. September 1846 gab es die allerhöchste Kabinettsordre zur Errichtung von 4 Befestigungen an der heutigen Stelle. Geplant waren 3 Festungswerke, eine befestigte Batterie, 4 Lünetten an der Ostseite zur weiteren Absicherung der Landseite und mehrere verschanzte Batterien in Strandnähe. Swinemünde wird 1852 Garnisonstadt. Als erstes wurde das heute nicht mehr existierende Werk 1 gebaut. Danach das Werk 2, welches ab 1877 mit einer Kanonenbatterie vereinigt wurde. Danach Werk 3, die Engelsburg. Und ab 1856 dann das Werk 4. Das Werk 2 übrigens ist heute bekannt oder wird benannt als Fort Gerharda. Es wurde damals schon als Fort Gerhard bezeichnet. Die Werke 3 und 4 waren mit einer Kurtine, also einer Mauer verbunden oder einer Wallmauer. Und alle Werke hatten einen Wassergraben. Die Engelsburg hatte sogar einen doppelten Wassergraben. 1863 wurde Swinemünde zur Festung der 3. Klasse erklärt und bekam einen eigenen Kommandanten. Und im Jahr 1870 wurde ein Festungsartillerieregiment nach Swinemünde verlegt. Davor war dort lediglich ein Bataillon. Es wurden mehrere Infanteriewerke gebaut, eine Torpedobatterie auf der Ostseite des Swine und mehrere verschanzte Kanonen und Mörserbatterien in Strandnähe. Bereits kurz nach Fertigstellung war die Festung veraltet, wurde mehrfach umgebaut. Ab 1908 begann der Bau von 3 Küstenbatterien, die Plantagenbatterie auf der Westseite und die Strandbatterie und Batterie Forst auf der Ostseite des Swine. Gut, nach dem Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Festung schauen wir uns jetzt mal die vorhandenen Überreste an. Ihr habt das schon im Hintergrund die ganze Zeit gerade gesehen. Das hier sind die Überreste des Werk 4 oder die Werk 4 mit angeschlossener Batterie A. Und hier unten sind wir gerade in den Kasematten drinne. Kasematten dienten also der Unterkunft der Soldaten, Aufenthalt und so weiter. Teilweise waren auch Küchen drinne. Ja, hier ist eine kleine Moosfarm. Man hat das ja schon gesehen. Die bisschen wird das als kleines Museum genutzt. Aber es ist natürlich auch schwierig, sowas zu unterhalten. So, hier ist der Aufstieg zu den Traversen. Die Traversen,
dienten der Aufstellung der Kanonen bzw. Geschütze. Nur dass diese Geschütze, die hier stehen, das sind alles alte, also dürften größtenteils russische Geschütze sein. Ich habe mir das jetzt nicht genauer angeschaut. Hier dieser Raum oder diese Unterstellmöglichkeit, hier konnten die also geparkt werden, wenn sie nicht in Kampfstellung waren. Und deswegen nennt man diese Traversen auch Hohltraversen. Ja, hier sind noch so ein paar Originalbilder. Hier ist auch nochmal aus dem Russengeschütz. So, diese Nischen dienten der Aufbewahrung von Zündern, Kartuschen und den Tagesmunitionsvorräten. Und natürlich konnte über Geschützaufzüge auch nochmal Material nachgebracht werden, also Granaten und so weiter. Aber da kommen wir nachher bei Werk 3 nochmal genauer drauf. So, das ist die eigentliche Geschützbettung. Hier waren die Geschütze drauf, natürlich nicht das Ding hier. Das ist wieder so ein modernes sowjetisches Geschütz. Ja, das ist in solchen Objekten in Polen beliebt, da erstmal irgendwas hinzustellen, egal ob es da passt oder nicht. Aber gut, so ist das eben. Hier links oder in der Mitte jetzt der Ring. Dort waren tatsächlich dann auch die älteren Geschütze verzurrt. Und hier ist nochmal ein Bild der Batterie Henningsen. So, in der Mitte auch die Aufnahme. Das ist alles noch original aus der preußischen oder königlich oder kaiserlich preußischen Zeit, sage ich mal so. So, und hier haben wir eine Geschützbettung, die noch relativ original vorhanden ist. Wir sehen den Metallring. Wir sehen auch, diesen Metallring war eine Skala dran, die zum Richten der Geschütze diente. Wir sehen auch noch diese Metallpunkte dort, die dienten auch noch zur Verankerung. Und das ist sehr guter Erhaltungszustand. So schön habe ich die selten gesehen. Ich glaube, in der Möwenbatterie in Danzig und im Eisenbahnfort in Thorn. Da kann man das auch nochmal so schön bewundern. Aber ja, ist relativ selten. Hier waren diese typische Kopfsteinpflasterung dazwischen noch. Und manchmal war es auch überteert. So, hier ist nochmal ein schöner Blick über die Traversen. Und mit den Kasematten darunter. Die Kasematten wurden erst später gebaut. Also erst die Traversen und dann die Kasematten. Aber das ganze Werk wurde ja ohnehin mehrfach umgebaut. Da zeige ich nachher nochmal ein paar Karten dazu. So, hier steht also Kanalisationsbehälter ausgegraben. Das heißt, hier war offensichtlich ein Abfluss der Latrine in den umliegenden Wassergraben. Also ich vermute, dass es in den umliegenden Wassergraben ging. So, und hier ist ein Teil der Latrine, hier ist das Pissoir. Schön noch die Ablaufrinne zu erkennen, das war natürlich damals alles geteert. So, hier ist der Ablauf, der geht da unten rein und dann wird es vermutlich in den Graben gegangen sein. Ich weiß nicht, oder mir ist nicht bekannt, dass da noch irgendwelche Filter oder andere Einrichtungen dazwischen gewesen sind.
Ja, und hier hat man mal versucht, so ein Abtritt nachzugestalten. So, hier ist wieder ein, das ist ein unterirdischer Gang, den sieht man häufig in solchen Werken, beispielsweise in Danzig oder auch in Thorn hat man das, auf diesen preußischen Werken. Darüber sind im Prinzip laufen die Traversen weiter, wie man sie hier auf diesem Bild auch nochmal sieht. So, und hier geht es wieder rein zu den Kasematten. Hier sind wir am anderen Ende der Kasematten, wo ich vorhin das Sprechen angefangen habe. Also das Sprechen jetzt über den Zustand des Werkes, der Festung. Ja, das war es zum Werk 4. Hier stehen wir etwa gegenüber dem Werk 3 am Ufer der Swine und auf der anderen Seite, dort wo jetzt die Hafenkräne sind, dort befand sich das Werk 1, das leider, ich glaube, in den 70er Jahren wurde es abgerissen oder wurde gesprengt, um dort eben diesen Hafen aufzubauen. Ansonsten hätte man jetzt von hier aus schön rüber gucken können. So, weiter geht's mit dem Werk 4 oder auch Fort Aniola, wie es heute heißt. Hier sehen wir den Schlussstein in dem Reduit von 1856, ganz offensichtlich die Zeit oder das Jahr, in dem das Fort beendet wurde oder vollendet wurde. Zumindest in der Anfangsausbauung. Es wurde ja auch noch mehrfach umgebaut. Hier ist der Eingang. Dort, wie wir an den Schlitz in der Mauer sehen, oder in den beiden Türmen, war hier auch ursprünglich eine Zugbrücke. Heute ist das wie alle drei vorhandenen Werke noch privat betrieben. Hier ist ein kleines Café drin. Kann man sich ein Käffchen gönnen oder was auch immer. Der Gesamtzustand ist eigentlich ganz gut. Hier ist das meiste in Ordnung. Und hier drinnen das Runde, das ist der Turm, das Reduit. Und oben drauf die Aufbauten, die wir gesehen haben, die gehören natürlich, die dort hier, die gehören natürlich nicht zur kaiserlichen Zeit, sondern wurden oder stammen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs bzw. der nachfolgenden sowjetischen Nutzung. Hier geradeaus sehen wir in den Wallanlagen mehrfach diese kleinen gemauerten Räume für Munition und sonstige Geräte. Hier ist nochmal sehr schön eine Verschlussplatte hier zu sehen. Eine originale. Hiermit wurden die Schießscharten verschlossen. Und soweit ich das gesehen habe, ist das Fort oder das Werk 3 tatsächlich noch durchgehend mit diesen Laden ausgestattet. So, hier ist die Rückseite des Reduit oder Turmes. In dem Fall ist es aber ein Reduit. Hier auch noch mal überall diese Laden davor. Und ja, der Turm hat natürlich nichts mit der kaiserlichen Entstehungszeit zu tun, sondern stammt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Da hinten ist wieder eines hier bereits angesprochenen Mauerwerke, die in den Wall hineingebaut wurden, also beispielsweise für Lagerung von Munition, Kartuschen, Zündmaterial und dergleichen. Heute hier als Atelier genutzt. Was dort genau drin ist, habe ich jetzt nicht weiter erforscht. Ja, schade, dass die Treppe nicht mehr zugänglich ist.
Okay, dann sind wir jetzt im Inneren der Festung und gehen gerade vom Erdgeschoss in die erste Etage. Im Erdgeschoss ist das Café und ja, noch so ein bisschen Ausstellungsräume. Kann man sich anschauen. Ich habe aber weitgehend darauf verzichtet, weil, naja, es ist eine Sammlung von allen möglichen Waffen, Munitionsteilen und so weiter, die, und wenn ich mich recht entsinne, auch irgendwelche halben Ritterrüstungen und so weiter, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben und die insbesondere mit dem Fort hier nichts zu tun haben. Aber gut, was ist es? Da sehen wir wieder die Lade. Also die Blende für die Schießscharten. So, und hier haben wir was ganz Interessantes. Und zwar, diese ovale Öffnung dient als Munitionsaufzug. Und da haben wir hier eine Originalzeichnung, das Reduit im Werk Nummer 3, also genau da, wo wir jetzt auch sind. Aus dem Jahr 1864. Und hier sehen wir auf der linken Seite eingezeichnet diesen Munitionsaufzug. Der steht natürlich in der obersten Etage. In der mittleren oder in der Mitte sehen wir die beiden Etagen, jeweils mit dem ovalen Schlitz auch. Und rechts ist nochmal der Munitionsaufzug, ja, von hinten zu sehen. Und das ist eine Entwurfsskizze für die Munitionsaufzüge der Festungswerke in Swinemünde. Also nicht speziell jetzt fürs Werk 3, sondern die wurden überall verbaut. Und hier haben wir nochmal ein Detail aus dem Werk 2. So hat man dann die Munitionsaufzüge gezeichnet und so sahen sie halt auch aus, unten mit so einem kleinen Wagen, denn in dem die Granate lag, denn wir reden hier natürlich von 15 und 21 cm Geschützen, also die wogen schon ordentlich, die hat man dann mit so einem kleinen Wagen herumgefahren. So, hier ist nochmal die verschlossene Öffnung für die Munitionsaufzüge. Damit hat man natürlich dann auch die Geschütze und so weiter hochgezogen. Jo, gehen wir die Treppe mal weiter hoch. Hier sehen wir noch teilweise die Öffnungen, die eben von früheren Umbauten stammen, die dann zugemauert wurden. Na, das ist ja immer so. So, jetzt haben wir gerade gesehen, es teilt sich so ein bisschen. Nach links sind wir gegangen, da ist es hier. Und der Aufgang nach rechts führte noch zu dem nächsten Aufgang nach oben auf das Dach. Da gehen wir gleich noch hoch. Da, auch da ist wieder die ovale Öffnung zu sehen. Und jetzt kommen wir aufs Dach. Sehr schön, alte Zinnen. Fühlt man sich gleich wie auf einer Ritterburg. Überall sind kleine Rosenstöckchen. Ein Gärtner springt da auch rum. Ja, das ist hier Richtung Swine, also Richtung Osten die Sichtweise. Da hinten ist wieder der Hafen, auf der linken Seite, oder wäre der Hafen zu sehen, wenn da jetzt nicht die Bäume vor wären. So, hier ist der Treppenaufgang, da geht es nochmal in den Turm hoch. Aber auch der ist leider versperrt. Man kann sich jetzt, wenn man die Treppe sieht, unzweifelhaft vorstellen, warum der gesperrt ist. Also wegen Baufälligkeit. Und oben die Aufsätze waren eben, ich erwähnte es vorhin schon, aus
der Zeit des Zweiten Weltkriegs, also aus deutscher Zeit, und danach haben die Russen dieses Fort gleichfalls genutzt. So, weiter geht's zum Werk 2. Heute bezeichnet als Fort Gerharda, wurde damals auch schon als Fort Gerhard bezeichnet. Hier habe ich mal ein paar Bilder. Da kam ich jetzt nicht ran, um dort Videoaufnahmen zu machen, weil der ganze Bereich wird umgebaut. Dort werden also Straßen neu gebaut und ist auch viel gesperrt wegen der LPG, nee, LPG, P, mal wegen dieses Gasterminal PNG, LNG, LNG, ich weiß gerade nicht. Ein paar Abkürzungen habe ich jetzt schon durch. Ja, aber auch hier ähnliche Bauweise, also natürlich jetzt nicht zum Werk 3, das ist ja rund, sondern das ähnelt dann schon eher dem Werk 1, dem Werk 4, Entschuldigung, Werk 1 gibt es ja nicht mehr, was wir uns vorhin angesehen hatten. Diese Bilder sind schon ein paar Jahre alt. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der Zustand heute noch ähnlich ist, also ob die dort was zugebaut haben oder neue Sachen aufgestellt haben. Und welche Geschütze standen da damals auch rum. Hier ist mal sehr schön zu sehen, die Betonaufdeckung, die später angebracht wurde. In den 80er Jahren, also 1880er Jahren, wurden diese Betonaufdeckungen aufgebracht. Und auch hier ist wieder sehr schön zu sehen, vorne die Schrauben sind natürlich modern, für ein modernes Geschütz, und diese anderen Befestigungen, die waren eben für die alten 15 und 21 cm Geschütze. Jo, hier tropft schon durch, einiges an Stalagmiten wächst da hoch. Auch diese Kanone hat natürlich nichts mit der ursprünglichen Bewaffnung zu tun, aber sie steht halt hier rum. Ja, hier sind nochmal sehr schön zu sehen die Prägestempel der Ziegeleien, IF Olweg oder sowas in Ueckermünde. Ja, und hier war es ganz offensichtlich Winter. Okay, schauen wir uns mal ein paar Karten an. Diese hier ist von 1842, also noch vor dem Bau der Festung. Und hier sieht man die beiden Molen schon. Auf der linken Seite ist noch einige Überreste der Plantage zu sehen. Das heißt, die Wasserflächen wurden noch nicht geschlossen, die gewonnen wurden. Und hier ist die nächste Karte. Und die ist sehr interessant. Das ist ein sogenannter Bouillonplan für den projektierten Kriegshafen zu Swinemünde. Bouillonplan bedeutet, das ist also in der Planung vorgesehen für die nächste Zeit sozusagen ist. Leider ist dieser Plan undatiert. Und an der Stelle dieses Kriegshafens, den wir hier in der Mitte sehen, dort wurde später das Werk 1 gebaut. Also das heute nicht mehr existierende, was hier gesprengt wurde. Also kann dieser Bouillonplan eigentlich nur, ja, so Anfang bis Anfang 1840 natürlich bis 42, 43 geplant worden sein. Aber Näheres ist mir leider nicht bekannt. Ein richtiger Kriegshafen wurde übrigens später nie gebaut in Swinemünde. Das nur mal nebenbei. Gut, kommen wir zum ersten projektierten Plan, und zwar ist dieser von 1844 und zeigt die Werke, die man sich so vorgestellt hat. Auf der linken Seite haben wir unten das Werk 3, also dieses Aniola, Fort Aniola. Und darüber die Batterie A, später das Werk 4, auf der rechten Seite unten Werk 1 und oben
das Werk 2 mit der bereits angedeuteten Batterie. Und auf der linken Seite sind die beiden Forts oder die beiden Werke mit einer Kurtine verbunden, also einer Mauer, eine Wallmauer, auf der rechten Seite eben nicht. Das hatten wir schon in der Beschreibung. Das war mal so geplant, aber wie wir hier sehen, das ist ja nur ein Entwurf, aber offensichtlich wurde das nicht gebaut. So, interessant an diesem Plan von 1846, auch ein Entwurf, ist, dass hier 4 Lünetten geplant sind. Da seht ihr gerade die Auszeichnung. Es wurden später nur 2 gebaut, die oberen beiden wurden nicht gebaut. Und hier sieht man auch ganz deutlich, dass das untenliegende, eigentlich haben das größte Werk 1, ganz eindeutig für die Landsicherung vorgesehen war, während die oberen Werke jeweils für die Seesicherung, also Küstensicherung, geplant waren. Das ist die einzige Karte, auf der überhaupt diese 4 Lünetten eingezeichnet sind. Deswegen habe ich sie mal mit reingenommen. Sehr interessant. So, die nächste Karte zeigt einen Plan von rechts dem Fort Gerhard oder dem Werk 1 und links das Werk 4, spätere Werk 4. Interessant an diesem Plan ist zum einen hier noch eine alte Schanze eingezeichnet und zum zweiten sind 2 Batterien vorgelagert, die Passagiere Batterie 1 und 2, die so meines Wissens aber auch nicht zur Ausführung kamen. Nächster Plan. Hier ist mal, dieser Plan ist von 1866. Hier sehen wir in dem Werk 4, also die spätere Batterie Henningsen. Hier sehen wir den Einbau von 2 21 cm Geschützen oben. Alles, was dort rot ist, ist neu gebautes Mauerwerk. Und hier seht ihr auch noch sehr deutlich diese Metallkreise, die ich ja vorhin in dem Video über das Werk 4 gezeigt habe, wo ich sagte, das ist noch original. Hier seht ihr sie auch nochmal, dass sie tatsächlich so geplant wurden und gebaut wurden. Es gibt ja auch mehrere solcher alten Batterien noch, die man anschauen kann. Ich habe es ja erwähnt. Und jedenfalls schauen wir uns mal das rote Mauerwerk an, wo da gerade auch der Pfeil lang geht. Und dort haben wir nämlich im nächsten Plan, das ist dieselbe Batterie, das ist das hier von 1874, dort wo der gerade eben vor ein paar Jahren neu gebaut wurde, das ist jetzt schon wieder, soll abgerissen werden und das ist ein Plan zum Aufbau von 3 15 cm Geschützen, also die sind natürlich in der Geschützentwicklung weitergegangen. Die 15 cm Geschütze tragen weiter und haben eine höhere Zerstörkraft als die früheren 21 cm Geschütze. Auf dieser Karte von 1871 ist oben der handschriftliche Vermerk. Das ist die einzige Karte, die ich gefunden habe, mit einem Vermerk auf die Torpedobatterie. Na, hier ist also die handschriftliche Vermerk, da sollte die Torpedobatterie hin, oder da kam sie ja auch später hin, zur Sicherung der Sphine-Einfahrt gegen feindliche Kräfte. So, das Werk 2 und die Batterie, also das heutige Fort Gerharda, hatte eine spätere Batterie, ich erwähnte es schon, eine Kanonenbatterie, und diese Batterie wurde vereinigt mit dem Werk in einem Gebäude sozusagen auf einem Grundstück, und hier ist dieser Plan, zeigt die Vereinigung an. Die Bilder hatten wir auch schon dazu gesehen, und in der Mitte ist das Reduit und dort sind eben die neu gebauten Geschützstellungen, die anzeigen, dass die Batterie als solches im Wesentlichen größer geworden ist. Also nicht nur die Batterie natürlich, sondern auch das gesamte Werk. Okay, im Jahr 1875 wurden 2 Siemensche
Distanzmesser aufgebaut. Das zeigt diese Karte an. Hier haben wir, wo die beiden Pfeile sind, dort sind die Stützpunkte. Dort wurden diese Distanzmesser aufgebaut. Leider habe ich kein Bild mehr finden können, wie denn diese Distanzmesser aussah. Dieser siebenmensche Distanzmesser, wie groß er war. Wir sehen nur auf dem nächsten Bild, dort habe ich mal Detail vergrößert und dort in der Mitte das blaue Ding, das ist der siebenmensche Distanzmesser und das ist im Prinzip das Gebäude, in dem er aufgebaut war. Und natürlich diente dieser Distanzmesser auch der Feuerleitung der Geschütze, damit man also dementsprechend zielen kann und auch trifft. So, das nächste Bild zeigt uns das Werk 3. Das ist eine Karte von 1876 mit den Hohltraversen. Die hatten wir schon gesehen. Ich hatte schon kurz erklärt, worum es dabei ging. In der Mitte ist wieder der Eingang, wo das Geschütz geparkt wurde, wenn es halt mobil war. Es gab ja auch welche, die fest aufgebaut wurden. Links und rechts sind die Verbrauchsnischen für den Tagesvorrat. Und hier ist nochmal sehr schön zu sehen, unten die Gewölbe, ne, wie die aufgebaut sind, diese Kasematten und so weiter. Das hatten wir vorhin auch alles gesehen. Ist hier nochmal als Schnittzeichnung dargestellt. Ich finde das auch mal interessant, wenn man mal so einen Überblick dazu hat. Okay, dieser Plan ist insofern nichts Besonderes Neues drauf. Wir sehen hier zum Beispiel zum ersten Mal die beiden Lünetten, dass also nur zwei gebaut wurden. Aber hier ist mal die Verkabelung zwischen den Distanzmessern und zwischen den einzelnen Werken dargestellt. Die gingen also in einem insgesamt fünfadrigen Kabel unter der Spine durch und führte dann, wie man jetzt hier in der Vergrößerung sieht, sowohl zu den Distanzmessern auch zu den einzelnen Forts. Wie ich es erwähnte schon, als Feuerleitmöglichkeit, wenn es damals schon solche oder man schon an Feuerleitmöglichkeiten gedacht hatte. Ich glaube nicht, bin mir gerade nicht sicher. Aber jedenfalls waren das, wenn überhaupt, die ersten Anfänge hier, dass man also gezielt das Feuer und massiertes Feuer eröffnen kann. Und das wurde hier mit diesen Telegrafenkabeln 1875, 76 schon dargestellt oder sichergestellt. Die nächste Karte von 1895 zeigt uns einige schöne Details. So, dort seht ihr jetzt vier Pfeile oben. Das sind verschanzte zusätzliche Küstenbatterien. Jeweils einmal auf einer Seite eine Kanonenbatterie und eine Mörserbatterie. Und diese Batterien dienten als zusätzliche Schutzmöglichkeit vor Einfällen von der See her. Und ich zeig mir jetzt mal einen größeren Ausschnitt von dieser Karte. Und dort ist sehr schön zu sehen, als erstes erstmal unten am unteren Bildrand, wo jetzt der Pfeil hinzeigt, das ist der Hafen für den Torpedoschuppen. Obwohl die Torpedobatterie da oben nicht eingezeichnet ist, ist da unten Torpedoschuppen vorhanden. Möglicherweise auch für die Kriegsschiffe, die auf der anderen Seite immer wieder festmachten. Und wir sehen hier oben auf der linken Seite, auf der Westseite, die beiden Batterien. Und wenn wir jetzt mal reinzoomen, sehen wir hier eine Förderbahn. Das heißt, da wurden die schweren Granaten vom Werk 2 zur 21 cm Batterie gefahren. Ganz offensichtlich mit einem Gleisanschluss, also eine kleine Militärbahn, 60 mm. 750 mm oder dergleichen, weiß ich natürlich nicht, weil davon gibt es ja nicht mehr. Aber ich finde das Detail immer schön. So, und als letzte Karte gucken wir uns mal an diesen Plan von 1910. Und hier sind verschiedene Sachen drauf zu sehen, unter anderem, ich bin wie am unteren Bereich, dort steht
die ehemalige Lünetter 1. Also die Lünetter 1, die gab es zu diesem Zeitpunkt bereits ja nur noch in Rudimenten oder in einigen Resten und die ist heutzutage auch nicht mehr zu finden. Lünette 2 gibt es noch und am oberen, im oberen Bereich sehen wir drei Plätze, da sind wir die Pfeile da, wovon einer schon fertig ausgeführt ist. Hier wurden später noch drei schwere Küstenbatterien gebaut, nämlich die Batterie Forst, die Strandbatterie, die hier schon als ja, fertig eingezeichnet ist, und die Plantagenbatterie. Und davon schauen wir uns jetzt mal ein paar Bilder an. So, das sind vier Bilder von der Plantagenbatterie. Die kann man ganz normal besichtigen, da führt ein Weg vorbei. Ist überhaupt kein Problem. Ist eingezeichnet und ja, man kann dort reingehen, sieht aber nicht so sehr viel. Aber zum, wenn man dort ins Swinemünde spazieren geht, oben zum Strand geht oder sowas, dann kann man das gerne mal mitnehmen. So, ich erwähnte es ja in der sozusagen Geschichte von der von der Festung und auch der Stadt, dass es auch mehrere Infanterieunterstände gab und so weiter. Und da gucken wir uns jetzt mal welche an. So, das ist der Durchlass von der Kurtine vom Werk 3 zum Werk 4, also auf der Westseite. Kann man durchgehen, ist schön rekonstruiert. War der einzige Durchlass über den Wassergraben auch drüber. Ansonsten war eben diese Mauer komplett verbunden. So, und da muss man nur ein paar Schritte durch den grünen, lauschigen Wald laufen. Hier kann man auch lang, wenn man zur Plantagenbatterie will, die wir gerade in Bildern gesehen haben. Und dort findet man diese beiden Gebäude hier. Und das sind, das dürfte oder könnte ein Munitionsraum sein und der andere könnte ein sogenannter Untertreterraum sein. Also der ist für Infanterie, für den Schutz von Infanterie gedacht. Es könnte doch beides Untertreterräume sein, das, da müsste ich mal reingucken, um dort die Raumaufteilung zu sehen. Ist von außen nicht immer zu sehen, in der Regel sind die Munitionsräume ein bisschen kleiner. Gut, kommen wir zu Bildern, zu den beiden Bildern, die ich habe von der Lünette 2. Dort kommt man nicht dran, dort ist ein Zaun vor und naja, man muss ja nicht immer eine diensthabende Lücke suchen. Jedenfalls ist hier die Lünette, also die Wallanlage der Lünette auf der rechten Seite zu sehen und das ist im Prinzip der Wallgraben vor der Lünette. Das war eben die linke Flanke, das hier ist die das war die rechte Flanke eben, das hier ist die linke Flanke zu sehen, mehr ist da leider nicht zu sehen. Man kommt da irgendwie gerade nicht ran, weil dahinter das Hafengelände ist. Kommen wir zur Strandbatterie, offensichtlich wieder im Winter. Die Strandbatterie wurde ebenfalls von 1908 bis 1910 erbaut, das war ja die, die in der Karte von 1910 schon als fertig dargestellt wurde. Und hier wurden 450 mm Geschütze aufgestellt, und zwar für den Küstenschutz. In der unteren Etage war Munition, darüber Mannschaftsräume und natürlich Räume für Kartuschen, nicht für Kartuschen, sondern für Werkzeug und dergleichen. Und man kann da rein, ist und der Erhaltungszustand ist recht gut. Wenn man auf dem Weg zum Fort Gerhard fährt, dann kommt man da ohnehin vorbei. Da unten war Wasser drin, konnte ich, und kein Eis, da konnte ich leider nicht runter, mangels Gummistiefeln, schlechte Planung. Hier ist nochmal ein Überblick, seitlicher Überblick über die vier Geschützstellungen. So, das nächste ist die Batterie Forst. Auch hier einige Bilder. Kann man ebenfalls besichtigen.
Wie weit man da jetzt noch rankommt, weiß ich nicht. Mein letzter Besuch ist da schon ein paar Jahre her. Aber recht guter Zustand, wenn man da rankommt. Auch hier wurden 150 mm Geschütze aufgebaut. Und die wurden, ich weiß jetzt nicht, wie weit die tatsächlich im Zweiten Weltkrieg noch genutzt wurden. Die Geschütze waren ganz sicherlich weg. Also inwieweit eine Nachnutzung bestand, ist mir so nicht bekannt. Hier sind offensichtlich irgendwelche Verteiler gewesen. Sieht man ja an den einbetonierten Hölzern, dass dort irgendwas angeschraubt wurde. Auch hier eine massive Nische, ganz offensichtlich nach außen hin. Und hier die beliebten Stalaktiten und Stalagmiten. Ja, und als letztes von den vielen vorhandenen Befestigungen der sogenannte Hauptstand Ost. Hauptstand Ost, es gab auch einen Hauptstand West oder einen Nebenstand West, diente gemeinsam mit diesem der Peilung der Schiffe, Entfernungsmessung und so weiter. Das wurde mittels Teleskopen durchgeführt. Hier sieht man noch die Durchführung und also der Durchlass nach oben. Und oben noch eine schöne Panzerung drauf, die sehen wir gleich noch. Und die ist nicht zerstört und auch nicht weggenommen, abtransportiert worden. Hier ist von unten die Panzerung zu sehen. Hat man also versucht, ein Stück rauszubrennen. Hier ist nochmal der Durchlass für das Teleskop. Und hier ist die Panzerung von oben und man kann sich vorstellen, das ist natürlich, schließt natürlich genauso mit dem Boden auch ab, dass es für gegnerische Schiffe oder gegnerische Einheiten äußerst schwer gewesen sein muss, diese Beobachter zu treffen. Allein schon, wenn es getroffen wurde, ist ja schon die Frage der Zerstörung. Und zum Zweiten ist faktisch nicht zu sehen. Also es muss dann ein absoluter Glückstreffer sein, dass man das hier treffen kann. Und es gibt meines Erachtens, ich habe das mal gelesen, es gibt überhaupt nur noch 3 Stück von diesen Ständen, die eine Panzerung oben drauf haben. Bei den anderen wurde die dann entfernt und der metallurgischen Verwertung zugefügt. Es gibt noch deutlich mehr zu sehen. Es gibt noch einen Küstenrichtstand Ost, es gibt einen Küstenrichtstand West und so weiter. Sind entweder in keinem guten Erhaltungszustand oder ich habe sie jetzt nicht, ich habe zwar Fotos davon, aber habe die jetzt nicht mit reingenommen, weil das jetzt nicht unbedingt so spektakuläre Bilder sind, dass man die unbedingt sehen muss. Es gibt aus der Zeit noch einiges mehr zu sehen. Da müsst ihr euch einfach mal auf die Suche machen und das selbst entdecken. Aber wenn ihr das erste Mal in Swinemünde seid und guckt euch das an, dann habt ihr ja schon mit den von mir gelieferten Informationen genügend zu tun, um dort wenigstens 2 Tage ausgefüllt zu sein. Okay, das war's mit der Befestigung. Das war's aber noch nicht mit diesem Video. Wir schauen uns jetzt noch mal ein bisschen was anderes an. Und zwar hier auf dieser Karte von 1876, da wo der Pfeil ist, da seht ihr schon so eine kleine blaue Wasserfläche. Das ist der sogenannte Bauhafen. Da will ich nochmal drauf eingehen. Hier auf dieser Karte von 1895 ist er schon ein bisschen größer da und man sieht da schon ein bisschen Ausbau, ein bisschen Schienen wurden dort gelegt, da ist noch ein Zollschuppen zu sehen. Und eine kleine blaue Wasserfläche und hier auf dieser Karte von 1910, da ist er schon nahezu in seiner heutigen Gestalt. Den gibt es also immer noch, aber natürlich nicht als Bauhafen, sondern als Yachthafen. So, und da haben wir diese Zeichnung, die ist leider mal wieder nicht datiert. Ich schätze mal so um die Jahrhundertwende, aber das ist ja von mir eine Prognose.
Vielleicht auch 1890, so in dem Dreh etwa wird sie sein. Und hier sehen wir sehr schön unten den Swineström, den Bauhafen und einen Haufen Gelände rundherum. Eben halt ein Bauhafen. Hier wurde eben Baumaterial angelandet zum Aufbau der Stadt und natürlich auch zum weiteren Aufbau der Festungen. Und zwei Gebäude, also stehen noch einige Gebäude, aber zwei Gebäude schauen wir uns mal an. Und zwar ist es das erste, die Drehereihalle und das Maschinenkesselhaus und die Schmiede. Die steht noch. So, das sieht heute so aus, dass es an der Straße, wenn man zum Fort Aniola und zum Werk 4 fährt, dann kommt man hier an dem Hafen vorbei. Hier sind noch schöne alte Beschläge dran. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die original sind. Denn ich glaube nicht, dass die nach 45 nachgeschmiedet wurden. Das sind also noch Originalbeschläge hier. Und die Halle steht leider leer und ja, verkommt natürlich. Also auf der anderen Seite sieht man, das Dach ist schon eingestürzt teilweise und so weiter. Schade. Aber ja, so ist das. Und dann gucken wir uns noch an den Schuppen, der unmittelbar am Bauhafen steht. Und der sieht heute so aus. Da ist rechts eine Restauration drinnen. Und ansonsten ist er auch schon weitestgehend kaputt. Aber wie wir gleich durch einen Blick durch Schlüsselloch sehen, wird dort innen möglicherweise wieder aufgebaut. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall sieht es so aus, als ob da neuere Balken drin sind. Oder war eben nochmal die Restauration. Hier ist der ehemalige Bauhafen. Wie ich bereits sagte, es ist ein Yachthafen heute. Ja, könnte man mit ein bisschen Geld und guten Willen wieder schön ordentlich herstellen. Vielleicht wird es gemacht. Ihr seht ja, ich sagte es ja gerade, hier ist neues Balkenwerk drin. Entweder ist es nur zur Sicherung oder das wird später nochmal aufgebaut. Ja, wer weiß. So, ich lasse den Film vielleicht noch ein, zwei Minuten durchlaufen hier. Und ansonsten war es das mit dem Film über Swinemünde bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Oh, ich habe noch, wer Interesse hat, ich habe noch einen Haufen Zeichnungen von Schiffen aus der Zeit. Also Original, also natürlich keine Originalzeichnung, sondern digitalisiert, aber zum Beispiel diverse Schuten, Eimerkettenbagger und so weiter. Also aus der Zeit vor der Jahrhundertwende, also Ende des 19. Jahrhunderts. Gut. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, Helge.